And now, ladies and gentlemen, so, meine Damen und Herren, jetzt geht's weiter mit einem Thema, das mit der Zukunft der Interaktion zwischen Mensch und Gerät zu tun hat, aber wir sprechen für einmal nicht über Zugangskontrolle oder RFID. Wir begrüßen ganz herzlich auf der Bühne Marco Rössler, Co-Founder und Geschäftsführer von Pinpoint. Marco vertritt hier aber das Vierer-Konsortium. Das Vierer-Konsortium ist eine nicht gewinnorientierte Organisation mit dem Ziel, präzise Ortungsdienste für Einzelpersonen anzubieten. Das ist Teil der Vierer-Vision und Pinpoint versucht, diese Vision in die Tat umzusetzen. Marco präsentiert erstmal Vierer und Vierer 2.0, dann übergibt er seinen Kollegen bei Pinpoint, Thomas Greichen, ebenfalls Mitgründer von Pinpoint und Chief Technical Officer. Und Thomas erklärt uns, wie Pinpoint Vierer 2.0 in die Tat umsetzt. Vierer hat technische Spezifikationen erlassen, die Pinpoint bereits heute in den Produkten verbaut hat. Begrüßen wir ganz herzlich auf der Bühne Marco Rössler. Vielen Dank. Hi Felix, thank you. Hallo Felix. Thank you for giving us the chance to. Vielen Dank, dass wir Gelegenheit erhalten, Vierer hier diesem tollen Publikum näher bringen zu dürfen. Danke herzlich für die Gelegenheit. Ich bin Marco Rössler und ich möchte kurz Vierer vorstellen. Vierer ist ein Industriekonsortium. Der Name steht für Fine Ranging, also die Abkürzung steht für Fine Ranging. Und dabei geht es um die Nutzung von Ultrabreitbandtechnologie mit höchstmöglicher Ortungspräzision und Sicherheit. Hier geht es darum, dass auf breiter Ebene die Ultrabreitbandkommunikation umgesetzt wird und Menschen dabei unterstützt werden, wie sie mit der Umgebung interagieren und die Umgebung mit ihnen interagiert. Die Frage stellt sich immer wieder. Wir wissen, in Gebäuden mit schwieriger Konfiguration, Krankenhäuser, Flughäfen, Parkhäuser, wie finden wir unser Auto, wie finden wir ein bestimmtes Zimmer im Krankenhaus, einen Verwandten, eine Verwandte, oder wie finden wir den Flugsteig auf dem Flughafen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihnen Ihr Smartphone oder Ihr Smartwatch hier nicht helfen kann? Schauen wir uns ganz kurz an, was Technologietransfer bedeutet, Technologietransformation, technologischer Wandel bedeutet. Denken Sie zurück, wie Sie früher Auto gefahren sind. Sie haben sich verlassen auf Ihren Beifahrer, auf Ihre Beifahrerin, die irgendeine Karte vor sich hatte. Aber heute haben wir Global Navigation Systems und die Lage heute ist eine komplett andere. Das hat sich nicht nur beim Autofahren grundlegend verändert, sondern auch beim Wandern, wenn man also Sport treibt. Und das trifft nicht nur für Endkunden zu, sondern auch für die Industrie, Logistik, Landwirtschaft. Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel geändert durch diese Technologie. Aber noch nicht überall. Und ich möchte Ihnen einige Beispiele zeigen, wie ich sie hier an der Consumer Electronics Show in Vegas erlebt habe. Hier ein paar Ausschnitte. So, this is the way people interact today. So orientieren sich die Leute heute an einer Messe. Das ist vergleichbar mit dem Bild vorher, wo wir uns auf eine Person auf dem Beifahrersitz verlassen haben, die mit der Karte uns lotst. Ich glaube, Ultrabreitband kann hier eine entscheidende Rolle spielen und Vierer kann einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, diese Transformation, diesen Wandel herbeizuführen. Warum? UWB Ultrabreitband ist eine Funktechnologie, die wie folgt funktioniert. Sie ist
besser als klassische Technologien wie Bluetooth oder Wi-Fi für Distanzmessung und für die Ortung in einem Gebäude, weil eben nicht ein Schmalband verwendet wird, weil keine RSSI-Information verwendet wird, sondern Breitbandsignale mit 500, bis zu 5 MHz, und damit kann Flugzeit verwendet werden, um die Distanz zu berechnen. Ultrabreitband ist sicher, es ist echtzeitfähig, funktioniert neben anderen Technologien, es ist verlässlich, präzise, und aufgrund der sehr kurzen Funkzeit braucht es auch sehr wenig Energie. Das wäre also die Antwort auf die Frage, warum Ultrabreitband, aber warum? Das ist ein IEEE-Standard, der vor 10 Jahren bereits etabliert wurde. Innerhalb dieses Industriekonsortiums haben wir über 100 Branchenführer. Und ich freue mich natürlich, CEO eines dieser Unternehmen zu sein. Into another detail, we also have the host of this event here being part of this. So. Aber wir haben ja auch die Gelegenheit, bei einer solchen Konferenz aufzutreten, und bedanke mich deswegen ganz herzlich noch einmal für diese Gelegenheit. Dann haben wir noch größere Unternehmen, die auf dem Markt sind, natürlich auch bei dieser Veranstaltung vertreten, die innerhalb von FIRA einen Beitrag leisten, um diese Vision in die Tat umzusetzen. Grundlegend kann gesagt werden, dass wir im FIRA-Konsortium Chiphersteller, Gerätehersteller, Systemintegratoren, Dienstleistungsanbieter, Technologieanbieter haben. Wir haben ein Ökosystem, das in der Lage ist, diese Technologie auf die nächste Ebene zu bringen. Wir haben alles, was nötig ist, um diese Vision umzusetzen. And the vision actually of the FIRA Consortium can be bound into three major goals. So die Ziele des FIRA Konsortiums können in drei Bereiche abgebildet werden, in drei Bereiche eingeteilt werden. Innovation fördern, die Aufnahme oder die Umsetzung erleichtern und die Interoperabilität unterstützen. Nicht zu vergessen dabei ist eben die Interoperabilität, weil Spezifikationen geschrieben werden müssen, Testtools und ein Zertifizierungsprozess erfolgen muss, damit die Geräte und Applikationen nahtlos ineinander greifen können. Hier eine nicht vollständige Liste von Ultrabreitbandgeräten, die sich bereits in den Taschen von Konsumentinnen und Verbraucherinnen und Verbrauchern befinden. Die Ultrabreitbandtechnologie ist also bereits da. Das ist letztlich die Basis dieser technologischen Veränderung. Jetzt wissen wir, warum Ultrabreitband, wir wissen, warum FIRA. Und deswegen möchte ich jetzt einige spezielle Fallbeispiele beschreiben, die durch FIRA 2.0 und die jüngsten Spezifikationen möglich wurden. Das Schlüsselwort hier ist Untracked Indoor Navigation, also Ortungsdienste, die keine Rückverfolgbarkeit ermöglichen. Nutzbar beispielsweise in Flughäfen, in Stadien, in Tiefgaragen und so weiter. Dadurch sind die Nutzerinnen und Nutzer in der Lage, sich sehr präzise orten zu können. Und ich möchte ein Beispiel etwas ausführlicher erläutern, am Flughafen beispielsweise. Man kann sich die Nutzerin Iris vorstellen. Sie betritt den Flughafen und hat heute eine ganz andere Erfahrung als früher. So Iris would probably go to the airport and would be guided due to her. Iris geht also zum Flughafen und mit ihrem UWB-fähigen Gerät wird sie erstmal in die Schlange mit den wenigsten Leuten gestellt für die Sicherheitskontrolle, dann wird sie in einen Wartebereich geleitet, dort liest sie vielleicht ihr Lieblingsbuch oder hört einen Podcast, und sie kriegt dann eine Meldung, dass sie sich langsam zum Flugsteig begeben soll, zu einem bestimmten Flugsteig, wird dorthin gelotst, weil das Flugzeug zum Einsteigen bereit ist. Dann findet sie natürlich auch die Toilette mit der kürzesten Schlange.
oder beispielsweise bei einer Kaffeemaschine, wo sie sich einen Kaffee rauslassen kann. Das heißt, sie interagiert ständig mit ihrem Umfeld und optimiert dadurch ihren Aufenthalt am Flughafen und befindet sich dann zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, am Flugsteig. Und auch dort ist bekannt, dass sie da ist. Also da können also Getränke oder Essen vielleicht noch direkt an ihren Sitzplatz gebracht werden, weil man ja weiß, wo sie sitzt. Das ist also heute schon möglich. Sie sind alle herzlich eingeladen, diese kollaborative Plattform mit zu beleben, zur Interoperabilität beizutragen und Ihr Gerät zu zertifizieren. Vielen Dank dafür, dass ich die Gelegenheit erhalten habe, Vira kurz vorzustellen. Und jetzt gebe ich das Wort meinem Partner Thomas, der über Pinpoint spricht, über unser Unternehmen und wie wir Vira repräsentieren. Thank you, Marco. Yeah, though, welcome to our talk, Pinpoint and how we herzlich willkommen zu meinem Referat Pinpoint und unsere Nutzung von Vira 2.0, um unsere Kunden und Endnutzer mit UWB-Dienstleistungen zu beglücken. Wir sind ein Unternehmen, das sich mit Ultrabreitbandtechnologie befasst und sich darauf spezialisiert hat, insbesondere was die Nutzung auf Smartphones und intelligenten Geräten betrifft. Wir versuchen, diese Technologie so einfach wie möglich in Drittapplikationen, in Drittprodukte zu integrieren. Zuerst eine kleine Zusammenfassung der Fallbeispiele. Was ist alles möglich? Sie kennen bereits die Funktion von WhatsApp, wo man den Standort senden kann, damit die Freunde einen finden bei einer Veranstaltung. Und genau das geht natürlich im Inneren von Gebäuden, also bei einem Festival zum Beispiel, bei großen Veranstaltungshallen kann man genau sagen, wo man steckt und kann dann auch gefunden werden. Aufgrund der Position kann man eine berührungslose Zugangskontrolle durchlaufen. Man kann aufgrund der eigenen Position eine Türe öffnen. Und dann möchte ich Ihnen noch zwei, drei Einblicke geben, was mit Vira 2.0 und den Ortungsdiensten möglich ist. Mit den Pinpoint-Produkten natürlich. Jetzt hier ein Beispiel. Wir haben hier ein Hotel. Man möchte gerne einchecken. Hier hat man ein Hotel, man hat einen Empfang, man hat einen Schlüssel, entweder einen physischen Schlüssel oder einen digitalen Schlüssel in der Wallet. Und mit diesem Schlüssel kann man kombinieren mit dem Hotel und hat dann natürlich, weil das Gerät weiß, dass man sich vor seiner Raumtüre befindet oder Zimmertür befindet, auch entsprechend diese Türe entschlüsseln. Zweites Beispiel, ein etwas komplexeres Beispiel. Wir sind wieder im gleichen Hotel. Man hat also bereits den Zugang zum Zimmer und bewegt sich jetzt durch das Hotel. Und aufgrund des Bewegungsprofils kriegt man Angebote, Gutscheine für bestimmte Dienstleistungen, die in diesem Hotel angeboten werden. Wenn man also zu einer Tür kommt, wo sich ein Wellnessbereich dahinter befindet, kriegt man vielleicht die Anzeige, hier kriegen Sie Wellness vergünstigt und so weiter. Man kann diese dann direkt einlösen, um da weiter zu profitieren. Der Vorteil dabei ist, dass man aufgrund dieser Ortungsdienstleistungen neue Geschäftsmodelle entwickeln kann und das Angebot direkt den Nutzerinnen oder dem Nutzen verkaufen, weil eben die Ortung dies ermöglicht. Introduction. How can you integrate these
Und dann natürlich auch noch die Frage, wie kann man diese Ortungsdienstleistungen in die Produkte einbauen? Wir haben ein Gebäude und man braucht eine Infrastruktur dazu, das ist klar. Das sind die sogenannten Mikrosatelliten. Was man von Pinpoint bekommt, ist letztlich einfach ein Bildersatellit. Wir nennen die Mikrosatelliten, die man einbauen kann, oder man hat vielleicht entsprechende Elektronik bereits verbaut, Produkte, die schon laufen. Von Pinpoint kann man 4.2.0-fähige Modelle, die man beispielsweise eine Beleuchtung in einen Reader, um die Funktionalität zu optimieren und die Satelliten quasi dann über diesen Weg einzubauen. Auf Seiten Benutzer braucht man natürlich ein SDK, wenn man also schon eine Hotel-App hat oder eine treue Karte als App, iOS oder Flutter und so weiter, dann kann man die Positionierung, die Ortung direkt aktivieren. Wenn Sie das in der Praxis sehen wollen, dann besuchen Sie uns am Stand. Wir haben hinten in der Ausstellung einen Stand und wir würden uns freuen, mit Ihnen uns direkt zu unterhalten und uns gemeinsam zu überlegen, welche Anwendungsbeispiele hier möglich sind. Vielen Dank. That was impressive. Thank you very much. Das war sehr eindrücklich. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Marco. Ich habe so das Gefühl, dass wir ganz gut unterwegs sind und Ultrabreitband schon sehr bald in den nächsten Applikationen verwirklicht sehen werden, dass diese ganzen Ortungsdienstleistungen also eine ganz andere Welt ermöglichen. Mir gefällt persönlich die Überlegung, dass man den Nutzer bestimmte Mehrwerte anbietet, abhängig von ihrer Position. Damit kann man ihnen auch echt was anbieten, was sie brauchen können. Das gefällt mir also. Ihr habt einen Stand in der Ausstellung, das habt ihr gesagt. Also bitte, meine Damen und Herren, nutzen Sie die Gelegenheit, besuchen Sie die beiden Kollegen von Pinpoint an ihrem Stand und diskutieren Sie mit diesen beiden UWB-Experten. Wahrscheinlich weiß niemand besser Bescheid als diese beiden. Vielen Dank für euren Besuch. Danke.